Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. So, also, wie kennst du überhaupt deine innere Welt? Kennst du die innere Welt? Die innere Welt, die deine äußere Welt kreiert. Das ist eben dieser kleine, aber feine Unterschied. Ob du dir tatsächlich bis in den letzten, tiefsten Vorstellungsraum deines Bewusstseins bewusst bist, was du da kreierst. Eigentlich ist es nicht so schwer. Eigentlich ist es einfach, oder? Deine innere Welt, alles, was du dir vorstellst, in deiner inneren Welt, alles, was du dir vorstellst, und das ist viel, viel mehr, als du glaubst. Es sind nicht, deine innere Welt sind nicht nur deine Bilder und Szenarien, die du hast, wenn du die Augen schließt, sondern deine innere Welt ist alles, was du für möglich erhältst. Alles, was du für möglich erhältst, kreierst du im Außen. Wenn du für möglich erhältst, dass eure Familie, deine Familie, einen Hund hat. Eine ganz kleine Möglichkeit für dich ist, dass die Familie einen Hund hat. Dann kreierst du einen Hund in eure Familie. Es ist so Wahnsinn. Es ist so schnell. Es ist so 1:1, deine Kreationskraft, dass du gar nicht merkst, wie schnell die ist. Es ist, du bist so kraftvoll, und wenn du dir das mal bewusst machst, anhand von Dingen, die einfach da sind in deinem Leben, wenn du dir überlegst, warum wohne ich jetzt in dieser Wohnung? Warum habe ich den Job, den ich jetzt habe? Warum ist meine Beziehung zu meinem Partner so, wie ich sie jetzt habe? Warum habe ich keinen Partner? Ja? Wenn du dir diese Fragen stellst, dann weißt du ganz genau, welche Überzeugungen hinter diesen Themen stehen und warum im Außen die Realität sich so zeigt, wie sie ist. Die Realität, die du lebst, alles, was um dich herum passiert oder auch nicht passiert, weil du denkst, du hättest es gern, aber es ist nicht da, entsteht aufgrund dessen, was du dir vorstellst, aufgrund dessen, wie du dir dein Leben vorstellst, aufgrund dessen, wer du denkst, wer du bist, aufgrund dessen, was du glaubst, was für dich zur Verfügung steht, was für dich möglich ist. Auf Basis von dem, wo du als wer gerade stehst. Ich mach's mal ganz krass. Du bist gerade arbeitslos. Beispiel, ja? Du bist gerade arbeitslos, sieht finanziell nicht gut aus. Scheinbar, du denkst, es sieht finanziell nicht gut aus. Du hast einfach eine Situation, die für dich beengt ist. Und diese Enge, wenn du diese Enge siehst, wenn du diese Beengtheit siehst, ich habe keinen Job, ich sehe keinen Job, niemand gibt mir einen Job, dann sind das genau die Gedanken und Überzeugungen, die deine Zukunft kreieren. Ja, aber wenn ich keinen Job habe und wenn ich jetzt schon seit Monaten arbeitslos bin und 100.000 Bewerbungen geschrieben habe und immer wieder abgelehnt worden bin, dann ist das doch wahr. Und es ist wahr. Es ist deine Wahrheit, deine Geschichte, deine Sichtweise, deine Ansichten, die du in die Zukunft trägst. Und wenn du die nicht massiv veränderst,
wenn du diese Ansichten und diese Vorstellungen über dich, über die Situation und über die Leute, die in dieser Situation beteiligt sind aus deiner Sicht, wenn du diese Ansichten nicht massiv veränderst, wird sich deine Situation nicht massiv verändern. Und es ist so wahr und so crazy, wie es für deinen Verstand gilt. Aber die Person, die diese ganzen Bewerbungen geschrieben hat, die diese ganzen Absagen in unserem Beispiel jetzt hier, die ganzen Absagen bekommen hat, wird weiterhin Absagen bekommen. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als in eine neue Realität mit einer neuen Identität einzusteigen und zu entscheiden, wer du ab diesem Moment jetzt bist. Herauszufinden, wie großartig, wie wertvoll du bist, wie dankbar ein Arbeitgeber sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, das musst du alles für dich klar kriegen, dass du hinterher eine oder einer bist, der die von dem Arbeitsmarkt mit Handkuss genommen wird. Es ist nur ein Beispiel. Es ist genau das Gleiche, wenn du selbst ein Business hast. Du kannst nicht eine Identität weiterführen, die nicht das Leben lebt, das du führen möchtest. Und das ist das große, 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 große Problem. Zu verstehen, dass du hier bist, als dieses weiße, perfekte, wunderbare Blatt Papier, das alle Geschichten, alle Bewertungen, das sie in der Vergangenheit kreiert hat, jeden Moment ablegen und verändern darf, weil du deine Wahrheit kennst, weil du weißt, dass du, und ich sage es jetzt nochmal biblisch, als Ebenbild Gottes in menschlicher Form hier bist. Und das anzunehmen und herauszufinden, was das bedeutet, aber eigentlich weiß man es eigentlich schon ziemlich einfach, wenn man sich nur überlegt, was ist etwas Göttliches. Etwas Göttliches ist fehlerfrei. Etwas Göttliches ist unbegrenzt. Etwas Göttliches fühlt sich erhoben und erhebend an. Etwas Göttliches lässt sein Herz schwingen und eröffnen. So, und wenn du dir erlaubst, in diese wahre Identität einzutreten, mit deinen Gefühlen über dich und über die Welt, mit deinen Gedanken über dich und über diese Welt, hast du genügend Boden, hast du genügend Erlaubnisgeber, um zu sagen, was für eine Scheiße habe ich mir über mich erzählt in der Vergangenheit? Mit was für übelsten Augen und Ansichten bin ich über mich hergezogen und habe mich, wunderbares Wesen, sowas von dermaßen fertig gemacht und in den Boden gestampft. Das würde ich mit meinem schlimmsten Feind nicht tun. Und wenn du dieses Aha-Erlebnis hast für dich selber, dann wird sich dein Leben verändern. Dann wirst du das Leben mit anderen Augen sehen. Dann wirst du in deine Schöpferkraft hereintreten. Dann wirst du begreifen, dass du ein grenzenloses Wesen bist, das eigentlich nur Liebe geben und Liebe nehmen möchte. Weil wenn es nicht so wäre, wieso haben wir denn die ganze Zeit so Liebeskummer, wenn liebloses Zeug passiert?
Warum sind wir denn immer so traurig, wenn wir abgelehnt werden? Warum sind wir denn immer so traurig, wenn wir einsam sind? Warum sind wir denn immer so verlassen, wenn niemand sich um uns kümmert? Weil wir uns von dem trennen, was uns wirklich ausmacht. Mit unseren Gedanken, weil wir glauben, wir sind getrennt von Liebe, wir sind getrennt von Anerkennung, wir sind getrennt von Freude, wir sind getrennt von all den Dingen, die wir uns wünschen. Und wir versuchen immer durch so kleine Brille zu gucken und sagen, ich bin glücklich, wenn ich einen super Job habe. Ich bin glücklich, wenn meine Kinder aus dem Haus sind. Ich bin glücklich, wenn mein Mann mir einmal im Monat Blumen bringt. Bla, bla, bla. Das stimmt einfach nicht. Wir müssen mal die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. All das, was wir uns vormachen, was uns eingetrichtert worden ist, von dem, was wir sind und wie das Leben funktioniert und wie wir, wann wir, wo, wie, auf welche Art und Weise glücklich und zufrieden sein dürfen, dass wir erkennen, alles selbst gemacht, aus eigenen Erfahrungen heraus weiter in die Zukunft getragen. Aus dem, was wir gehört haben, aus dem, was wir als wahr empfunden haben, als was wir als wahr eingetrichtert worden haben und weil wir uns immer wieder aus dieser Vorstellungskraft heraus reproduzieren. Deswegen ist es wahr. Weil wir uns immer wieder als diese Persönlichkeit, die wir glauben, die wir sind, reproduzieren und immer wieder die Beweise bekommen, dass wir so eine sind. Und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich das begreifen, dass alles, was über dich, von dir oder von anderen Leuten gedacht wird, nicht die Wahrheit ist, solange du es nicht als deine Wahrheit für dich annimmst. Und wenn ich immer wieder höre, wie viel Einschränkungen und Bedingungen, Voraussetzungen Menschen in ihr Leben setzen, um sich nicht zu ermöglichen, einen Quantensprung in die Veränderung zu machen, dann werde ich super traurig. Wenn ich immer wieder sehe oder höre, ich kann nicht, weil. Es gibt kein Weil. Es gibt nur das eine, ich kann nicht, weil ich nicht entschieden habe. Aber weil mein Mann nicht will. Nein, du kannst nicht, weil du deinen Mann als denjenigen kreierst, der dich nicht unterstützt und dir sagt, du sollst es nicht wollen. Aber er ist nur aus dir heraus eine Figur im Außen, die dir dein Inneres zeigt. Und die Wahrheit ist, ich kann nicht, weil ich zig Gründe habe, um nicht zu können. Das ist die einzige Wahrheit. Wenn du deinen Mann als jemanden siehst, der dich auf allen Wegen unterstützt, seien sie noch so abwegig, dann wirst du können, weil dein Mann dich unterstützt. Ist nur ein Beispiel. Oder der Klassiker. Ich kann nicht, weil ich habe kein Geld. Und ich weiß nur eins. Weder mich noch irgendjemand anderes hat es jemals ausgehalten, die Geldsache, wenn ich etwas unbedingt machen oder haben wollte. Ich habe es mir möglich gemacht und ich habe jetzt auch für heute Abend, gestern noch im Mastermind, viele Frauen gehabt, die mir geschrieben haben und gesagt haben, ich mache es mir möglich. Irgendwie schaffe ich es, weil ich weiß, Patricia, dass ich raus muss und dass ich weiß, ich spüre so, so fest, dass für mich alles möglich ist, wenn ich die Schritte dorthin gehe, wenn ich mir erlaube, eine zu sein, die sich die Dinge möglich macht.
Darum geht's. Wenn du nicht für dich die Identifizierung getroffen hast, ich bin eine, die sich alles ermöglicht, was sie möchte, dann bist du halt eine, die sich nichts ermöglicht. Und dann wirst du das bleiben, dein ganzes Leben lang, bis du es veränderst. Es wird niemand von außen kommen und wird dir sagen, ja doch, du bist ja eine, die sich alles ermöglicht, was sie möchte. Und der Witz ist, selbst wenn dann eine käme, so wie ich, und dir sagt, doch, in Wahrheit bist du eine, die sich alles ermöglichen kann, was sie möchte, dann kannst du mich nicht hören. Du kannst mich nicht hören, wenn du weiterhin in dieser Überzeugung lebst. Erst wenn du ein kleines Türchen aufmachst und denkst, hohoho, ich sehe hier Frauen, die sich plötzlich Dinge ermöglichen, die sich plötzlich als jemand sehen, als den sie sich vorher nie gesehen haben. Oh mein Gott, vielleicht ist es für mich doch auch möglich. Und schon machst du ein kleines Türchen auf. Und wenn du dann weitergehst und sagst, gut, für die ist es möglich, die haben es gemacht. Und dann fragst du dich, wie haben sie das gemacht? Wie haben sie das gemacht? Und ich kann dir die Antwort geben. Sie haben sich dafür entschieden, dass sie jetzt, anstatt dieses verdammte Opfer der Vergangenheit zu sein, das von außen reagieren muss, das von außen in irgendwelche Situationen gedrückt worden ist, haben sie sich entschieden, dass jetzt Schluss damit ist und dass sie sich ihr Leben, ihre eigene Identität, ihr eigenes Selbstverständnis so kreieren, wie es eine Göttin, ein Gott hier in menschlicher Gestalt tun würde. Weil sie kapiert haben, dass es das ist, wofür sie hier sind und dass es der einzige Lebenssinn ist, für den sie hier sind, herauszufinden, wer sie wirklich sind, in diesem menschlichen Körper mit dieser wahnsinnigen kreativen Power in sich. Jeder Gedanke kreiert, jede Vorstellung von dir kreiert, jede Bedingung, die du an dich und an andere, an das Leben stellst, kreiert. Es ist immer das, was du denkst. Es ist immer so, wie du es denkst. Und dir die Erlaubnis zu geben, dieses Denken zu verändern in ein Denken, das du nicht kennst, ist schwer alleine, weil du umgeben bist in deinem Umfeld von Leuten, die so denken wie du. Logisch, Gesetz der Anziehung. Alle in deinem Umfeld denken so wie du. Das heißt aber nicht, dass du nicht anders denken darfst. Logisch kannst du nicht einfach allen von jetzt auf nachher vor die Nase schmeißen und sagen, bam, das, was wir bis jetzt gedacht haben, ist falsch. Ich denke jetzt übrigens was anderes. Was zu tun ist, ist für dich, alles klar zu kriegen, alles verändert zu kriegen in dir drinne, um dann ein Beispiel zu sein, das automatisch das Umfeld dazu bringt, anders zu denken. Aber es kann nicht deine Priorität sein, so zu denken wie die anderen, wenn du etwas anderes möchtest als die anderen. Und wenn du in einem Umfeld bist, wo man per se Geld scheiße findet und Geld hart erarbeitet werden muss und du da keinen Bock mehr drauf hast, dann musst du dich zuerst mal in eine andere innere Welt, Vorstellungswelt begeben für dich alleine, um dann etwas zu verändern. Und weil es halt alleine so schwierig ist, weil ja die draußen alle so denken, wie du bis jetzt auch gedacht hast, musst du dir ein Umfeld schaffen, das dich mitnimmt und das dich mitträgt. Ja? Sei ja. Ich bin der Verursacher für alles. Ganz genau. Sei ja. Aus. Oh, jetzt hat der Hund wieder was geklaut. Pfui. Ein Retriever. Sie klaut immer irgendwelche Sachen und dann zerfetzt sie die. Sei ja. Also. So ist es. Und es ist
wird sich nie ändern, dass es so ist, weil es war schon immer so. Und das Leben hat schon immer auf diese Art und Weise funktioniert und noch nie anders. Der einzige Unterschied ist, du merkst bewusst, was aus dir heraus entsteht. Und wenn es dir nicht gefällt, Job, Familie, Partner, was auch immer, wenn es dir nicht gefällt, dann veränderst du es, weil du weißt, wie. Und genau das lernst du in Divine Creation. Das lernst du. Und als allererstes lernst du, so tief zu verfestigen, das Video von gestern, was ich gestern gesagt habe, dein Selbstverständnis so zu tragen wie eine Krone. In allen Situationen dein Selbstverständnis als das, was du wirklich bist. Und wie sich das hier verkörpert auf der Erde, in deinem Erdenvehikel, in deinem Körper. Weil wenn diese Sachen nicht klar sind für dich, dann wirst du kein Fundament haben. Du brauchst ein Fundament, wer du wirklich bist in diesem Erdenkörper. Und nicht nur die ganze Zeit in irgendwas Sphären von Meditationen rumzuschweben und das Ganze dann hier nicht auf den Boden zu kriegen. Dann wirst du unzufrieden sein, oh, ist so schön in den Meditationen und ich spüre es ganz genau und dann komme ich raus und mein Mann kritisiert mich wieder und alles ist weg. Ja, aber es muss nicht so sein. Sondern wenn du dein Selbstverständnis für dich hast und weißt, wer du bist und wo dieses Krönchen sitzt und wie diese Göttin, die du in deiner Meditation spürst und dieses Alles und dieses Weite, das du in deinen Meditationen spürst, wie sich das anfühlt, wenn dein Mann mit einer Kritik kommt. Dass du dann immer noch diejenige bist, die alles kreiert. Und die weiß, wie kann ich das an dem Punkt, an dem Moment verändern, dass der Mann, der mir gerade noch kritisch gegenüberstand, plötzlich für mich ist. Du kannst es am Punkt, im Moment verändern. Jede Situation. Aber nur, wenn du weißt, wer du bist, wo dein Krönchen ist, wie du kreierst und dass es Kreieren jeden Moment passiert, kannst du zu dieser Kür kommen, dass du jeden Moment, jede Situation, jede zwischenmenschliche Situation für dich veränderst. Das möchte ich dir gerne beibringen. Es sind gestern Abend noch Frauen gekommen, die heute Abend mit uns starten, die sich plötzlich klar und bewusst geworden sind, ja, oh mein Gott, jetzt darf es in eine neue Richtung gehen für mich, weil wenn es für mich in eine neue Richtung geht, dann geht es für alle in eine neue Richtung. Und jetzt muss ich meinen Pulli retten. Say ja! Deswegen habe ich mir heute noch bis um 12 könnt ihr euch bei mir melden. Ihr könnt per Raten bezahlen mit einer Anzahlung von 500 Euro und dann mitmachen bis 12 Uhr mittags. Und dann mache ich die Türe hundertprozentig zu diesem Preis. Und dann starten wir ohne dich. Und du wirst hier hören, was alles möglich ist, was du niemals für möglich erhalten hast. Ich sehe es die ganze Zeit. Ich sehe es bei allen, mit denen ich arbeite, die das wirklich umsetzen und die das leben. Ich kriege Nachrichten, da stehen mir die Haare so zu Berge. Das gibt's nicht. Eine Situation komplett verändert. Komplett. Aber nicht, weil sich im Außen irgendwas verändert hat, sondern weil sich in der Person, die ihr eigenes Leben kreiert hat, eine Ansicht, eine Sichtweise, eine Vorstellung verändert hat. Nur deswegen. Und es ist immer so,
hat sich irgendetwas verändert, sei es zum Guten oder zum Schlechten, hat sich zuerst bei dir was verändert. Und wenn zum Beispiel eine Situation mit einem Partner, einem Mann, wo alles super toll war, dann liegt es und ist nachher irgendwie so abgeschliffen, nicht mehr liebevoll, vielleicht sogar streitend ist, liegt es niemals dran, dass sich der Mann oder die Frau verändert hat. Nein, du hast deine Vorstellung über diese Person verändert, weil sie vielleicht den Klodeckel nicht zumacht. Weil sie die Zahnpasta immer offen lässt und du 10-mal gesagt hast schon, da mach bitte die Zahnpasta zu und die Person macht die Zahnpasta nicht zu. Kriegst du einen Hals? Dieser Hals ist die Energie, die du ausstrahlst und die ganze Zeit denkst du, und jetzt habe ich ihm schon 10-mal gesagt, er macht die Zahnpasta nicht zu und macht die Zahnpasta immer noch nicht zu, ist einer, der ignoriert mich, will mir nichts Gutes und sorgt sich nicht dafür und erkennt mich nicht an und deswegen macht er die Zahnpasta nicht zu. Und jetzt hat er einen Stempel und so ein Typ ist es. Wegen der Zahnpasta machst du deine Beziehung kaputt, weil du Rückschlüsse ziehst, dass du nicht geachtet, dass du nicht unterstützt und dass du nicht wertgeschätzt wirst. Aber es liegt nicht an der verdammten Zahnpasta, sondern es liegt an dem, was du über dich denkst, was du fühlst, wie du die Welt siehst, dass du dein Krönchen hier nicht aufhast. Daran liegt es. Und wenn du so Zeug kapierst, dann kreierst du dir den Himmel auf Erden. Dann ist hier nichts mehr scheiße für dich. Aber wenn du das nicht machst, kannst du dir einen Wolf meditieren. Ich sag's wirklich nicht so gerne. Ich liebe es, selber zu meditieren. Aber solange ich als dieses kleine Opfer meditiert habe, hat sich nichts verändert bei mir. Darum geht's. Wer verdammt nochmal meditiert? Diejenige, die glaubt, in der Meditation ein Wunder zu erleben, weil sie sonst nicht ein Wunder hat, weil sie im Mangel ist, weil sie Wunder braucht. Das ist ja das Schizophrene. Wenn aber die weiß, wer sie wirklich ist, in eine Meditation geht, dann macht's bam, 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 bam und die Wunder werden wahr. Ich wünschte mir, du würdest das lernen. Ich wünschte mir, du würdest diese Zeit dir einsparen. Ich wünschte mir, du wärst es dir wert, Wunder zu kreieren. Ich wünschte mir wirklich, du würdest nicht glauben, dass du eine bist, die irgendwas sonst noch machen muss oder tun muss oder Heilungen produzieren muss. Ich wünschte mir, du wärst eine, die einfach kapieren müsste, dass es keine Bedingungen, keine Voraussetzungen dafür gibt, dass du die bist und dass du das Leben hast, was du wünschst. Ich wünschte mir, dass du kapieren würdest, dass du nichts mehr erfüllen musst, dass du nichts mehr verändern musst, außer deinen Schädel, außer deine Ansichten, außer deine Voraussichten, außer deine Befürchtungen, außer einfach alles, was du bis jetzt getan hast, das dich dorthin gebracht hat, wo du jetzt stehst und nicht sein willst in Zukunft. Es geht nur darum und du darfst dir erlauben, das zu lernen. Und du darfst dir einfach erlauben, dann irgendwie dir vorstellen zu können, dass du eine bist. Sagst, ich habe eigentlich kein Problem, ehrlich gesagt, weil ich weiß, jedes Problem kann ich zu einer Lösung kreieren. Ich sitze hier und ich kreiere am laufenden Band. Ich sitze hier und kreiere gerade Scheiße, kein Bock drauf. Was muss ich denken, was muss ich fühlen? Wer muss ich sein, damit ich das kreiere, was ich gerne hätte? Aber ich kann nicht weiterhin eine sein, die das und das und das Problem und die Einschränkung mental, körperlich, ausbildungstechnisch, bla 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 hat. Es wird sich nichts ändern. Es wird sich nichts ändern. Und ich spreche aus Erfahrung. Ich habe 20 Jahre meines Lebens dieser Scheiße gewidmet. Zig, Zehntausende, Hunderttausende von Euros investiert,
um zu glauben, dass sich etwas verändert, weil ich in etwas im Außen investiere. Dass irgendetwas im Außen mich dazu bringt, mich im Inneren zu verändern. Es klappt nicht. Himmel, Herrgott, es klappt nuller. Nichts, niemand, nichts im Außen kann etwas verändern, wenn meine Vorstellungen so verbohrt sind über mich, über die Welt, über alles. Klappt nicht. Du kannst jetzt warten. Oder du kannst sagen, wow, okay, ich muss hier weitermachen. Ich muss mein Selbstbild, mein Selbstverständnis über mich verändern. Ja, genau, üben gemeinsam. Das hält mich in der Fokusenergie. Ganz genau, weil da draußen herrschen andere Überzeugungen. Da draußen herrschen Überzeugungen, die dir sagen, wie scheiße du bist, wie krank du bist, wie arm du bist, wie wenig Geld du hast. Und dann wird es immer wieder kreiert. Und dann sitzt du wieder da und sagst, ich habe alles probiert. Ich habe alles probiert. Jetzt habe ich wieder einen Rückfall. Ich habe wieder einen Rückfall. Du hast keinen Rückfall. Deine Gedanken haben einen Rückfall. Und was machst du dann? Veränderst sie. Einfach, weil du es kannst. Einfach, weil du es kannst. Einfach, weil du denken darfst, wann und was du willst. Die Gedanken sind frei. Die kann dir niemand nehmen. Und das ist deine Freiheit. Deine Freiheit sitzt in dir. Und sie muss gelenkt werden. Sonst bist du der Elefant, der mal angebunden war, den man freigebunden hat und der immer noch denkt, der ist angebunden und sich genau so verhält, als sei er angebunden und nicht einfach abhaut. Aber ich sag dir was, du bist nicht angebunden, du warst nie angebunden, du dachtest, du bist eingebunden, das ist dein eigenes Gefängnis, du hast dich selber gefesselt. Verdammt nochmal, schneid diese Scheißfesseln durch und befrei dich, weil du merkst ja selber, Elefantenbild, wenn dich einer befreit und los macht, merkst du es nicht mal. Du merkst es erst dann, wenn du dich befreit fühlst, wenn du dich selber befreit hast, wenn du dir jeden Tag sagst, gestern habe ich die Fesseln losgeschnitten, gestern habe ich die Fesseln losgeschnitten und nicht dir sagst, heute bin ich immer noch angebunden, heute bin ich immer noch angebunden. Nein, du sagst dir jeden Tag, gestern habe ich die Fesseln losgeschnitten, heute bin ich frei, heute mache ich, was ich will, heute gehe ich dorthin mit meinen Gedanken und Vorstellungen, wo ich sein will. Ende Gelände. Und wenn du nicht das tust, dann wirst du diese Gruppe verlassen, wirst du meine Videos nicht mehr anhören, ich werde dir so dermaßen auf den Sack gehen, dass du abhaust, weil du es nicht mehr erträgst, weil du genau weißt, dass es der Weg ist und dass du nicht den Mut hast, diesen Weg durchzuziehen und niemals nicht aufzugeben. Und ich, alle, die nicht aufgegeben haben, die haben ihre Ergebnisse. Und alle, die aufgegeben haben, die gehen wieder wie an einem Gummiband in ihre alte Misere zurück. Und genau darum geht es, dass du darin investierst, ins Nicht-Aufgeben und ins Weitergehen. Und genau deswegen wird mein Programm ab heute Mittag teurer, noch teurer. Und es wird noch teurer und es wird noch teurer, weil ich nachher überhaupt keinen Bock mehr habe, Leute abzuholen, dort, wo es fast nicht möglich ist. Ich level mich auch ab. Ich arbeite dann mit anderen Leuten. Ich kreiere dann andere Sachen. Ich kreiere dann für mich selber auch anderes Zeug, weil ich für mit den Menschen, denen ich arbeite, zusammen auch immer ein geileres und geileres Leben kreiere und wir uns mehr und mehr möglich machen. So schaut es einfach aus. Und entweder du springst jetzt auf den Zug auf oder halt nicht. Dann kannst du dem Zug noch eine Weile selber nachrennen, dann irgendwann mal aufspringen oder der Zug ist vorbei, dann ist halt der Zug vorbei. Der kommt halt dann ein bisschen teurer wieder zurück. Auch okay für mich. Ja? So läuft halt der Hase. Und ich habe gestern schon auch eine E-Mail gekriegt von einer, wie du sprichst, ich kann es gar nicht mehr sagen,
Es ist ja so unverschämt, die Wortwahl. Wie alt bist du denn? Wo kommst denn du her? Ist mir wurscht. Ich weiß, dass ich die Wahrheit spreche. Ich weiß, dass es halt so ist. Und wenn irgendeiner das für sich so interpretiert, dass es unverschämt und falsche Wortwahl und so weiter ist und so fort, macht mir doch nichts. Ich weiß, dass die Menschen, die es verstehen, und den Menschen, die ich weiterhelfen kann, mega happy sind. Und darauf fokussiere ich mich. Und das solltest du auch tun in deinem Leben. Egal, was du machst. Du solltest dich nicht vom Weg abbringen lassen. Du solltest deinen Weg kennen und du solltest ihn kompromisslos gehen. Egal, wo du hingehst. So, ich glaube, ich habe genug gesprochen. Ich darf jetzt zu meiner Physiotherapeutin gehen. Freue mich riesig. Wenn ich nachher E-Mails oder Nachrichten habe, vor 12 Uhr werden die so bearbeitet, dass du heute Abend noch dabei sein kannst. Und ansonsten alles, alles Liebe für euch. Findet eure Kraft, wisst, wer ihr seid, geht in eure Power und gestaltet euer Leben nach euren Vorstellungen. Und zwar nach den neugeborenen Vorstellungen, nicht nach diesen alten, verstaubten Vorstellungen. Heute zieht ja auch keiner mehr Reifröcke an, oder? Alles neu. Also, tschüssi!